MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreis. Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem AGD Multigaming Channel. Ja, heute sind wir wieder in der Bundesliga und zwar ist das der 12. Spieltag und wir sind zu Gast bei Wolfsburg. Ja, zunächst wünsche ich meinen Zuschauern erstmal noch ein gesundes neues Jahr. So, wir hinken hier mit dem Spieltagen noch aktuell ein bisschen hinterher, weil ich will das ja eigentlich mal so zeitgleich laufen lassen. Ergo gibt es noch ein paar Doppelfolgen im Moment. In der Liga. Hoffentlich wird es auch ein gutes. Ihre Kommentatoren sind Frank Buschmann und ja, und apropos neues Jahr, ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiter die Treue haltet. Treffer hat er schon, eine exzellente Quote zu diesem Saisonzeitpunkt, keine Frage. Das wäre sehr schön von euch. Zeigt er enorm starke Offensivleistung. So, da wollen wir uns mal konzentrieren. Als Unparteiischer soll heute Dietmar Schönlebe fungieren. Wolfsburg ist auch so ein bisschen unbequemer Gegner hier. Luis Gustav. Hand. Virinha. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt. Moritz Leitner. Jetzt kann die Flanke kommen. Boah, schön an die Latte. Ein Traumpass. Geht er rein? Der Abwehrspieler ist drin. Jawohl, 1-0. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Ja, Tor von Ciro Immobile. Hand. Christian Tresch am Ball. Luis Gustav. Einwurf. Schmelzer. Boah, na, das sah auch noch voll aus hier. Perisic. Während sauber war das nicht. Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Junior Malanda. Schäfer. Perisic. Hand. Naja, das war aber reichlich optimistisch und dadurch. Macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Naja. Ah, das ist Abseits. Er läuft diese Steilpässe. Bruchteile einer Sekunde zu früh. Dann meist im Abseits. Dadurch ist er im Abseits. Gut gesehen. Schmelzer. Es muss Einwurf geben. Moritz Leitner. Boah, wieder Fehlpass. Der zappelt aber auch runter. Schmelzer. Kagawa. Oh! Und weiter heißt es aufgepasst. So, mal. Einfach mal aufs Tor geschossen. Christian Tresch am Ball. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Da muss er gar nicht so viel machen, aber er steht halt immer richtig.
Komm, nicht so lange fummeln da hinten. Balleroberung im Mittelfeld. Jetzt wird es brennt und hier, er hat den Ball sofort verarbeitet. Boah, schade. Der Ball war im Tor aus, Ecke für Borussia Dortmund. Schlechte Ecke. Es muss Einwurf geben. Moritz Leitner. So, die Seite tauschen. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Von seinem Körper rollt der Ball ins Tor. Großkreuz. Kagawa. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Achtung! Tor! Boah, was für ein schönes Tor. Mit viel Fummelei, aber es war ein Tor. Da kommt dann noch ein Klassiker hinterher. Da passte kein Frauenhaar dazwischen. Oh, ein Philosoph. Wunderbar gemacht, dieser Abschluss. Na, was für ein Spruch. Und das ist mit sehr viel Gefühl, das ist intelligent gemacht, ins untere Eck geschnitzt. Oh, schöne Zeitlupe. War auch glücklich, muss ich zugeben. Hand. Also glücklicher Treffer. Oh, wow. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Jetzt ist die Grenze erreicht, jetzt sieht er die gelbe Karte wohl. Ja, und ab jetzt einfach mal einen Gang runterschalten, sonst fliegt er hier. Er trifft hier klar den Gegner. Das war ein Foul. Keine Frage. Und da lag der Schiedsrichter richtig mit seiner Entscheidung, hier abzupfeifen. Da habe ich ja gleich Husten davon bekommen. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Gelbe Karte mehr gehabt. Ganz einfach war das eben nicht. Wollte ich jetzt ein bisschen vorsichtiger spielen. Hand. Er hat ihm den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Bender. Elegant, gut gesprungen, da sieht der Verteidiger aber ganz, ganz albern aus. So ist das, wenn man mit Augen spielt. 2-0 Auswärtsführung zur Halbzeit. Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte. Die zweite Halbzeit beginnt. Kagawa. Perisic. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Na, ja, mal gucken, ob mein Trainer das riskiert mit meiner gelben Karte hier. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Schwache Flanke, zu leicht auszurechnen. Guck mal her!
schade. Und das Ergebnis sieht ziemlich wow aus. Wow, relativ spitzer Winkel, okay. Der Spieler endet damit der Arbeitstag und ich glaube, der Trainer hat ihm mit dieser Auswechslung eher noch einen Gefallen getan, oder Buschi? Ganz sicher, das war ein Satz mit X, das war überhaupt nichts, aber im nächsten Spiel kann das schon wieder ganz anders aussehen. Zweikampf um den Ballbesitz. Perisic. Großkreuz. Einwurf. It's time for a change. Wechselzeit. De Bruyne. Gutes, schnelles Passspiel. Schönes Stellungsspiel, oh, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Genau so geht man in den Zweikampf, genau richtig getimt, ein sauberes Tackling. Oh, schade, den konnte ich nicht so richtig mitnehmen. De Bruyne. Virinha. De Bruyne. Boah, Manuel Neuer. Nummer 2. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Luis Gustavo. Es muss Einwurf geben. Es wird gewechselt. Nuri Sahin am Ball. Oh, unser Trainer lässt uns noch mit der gelben Karte hier rumtingeln. Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Ja, entscheidet auf Einwurf. Ja, bei Wolfsburg kommt jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel. Bender. Kann man auch mal ein bisschen den komischen Pass nach vorne schlagen, ne? De Bruyne. Erfolgreicher Zweikampf. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er nein, sich gezerrt. Riecht nach Auswechslung. Gib Einwurf. Ja, jetzt lässt er sich auf dem Weg zur Seitenauslinie vom Publikum feiern. Und das ist ihm auch zu gönnen. So, und da werden wir auch ausgewechselt. Sich genauso, hat sich voll reingehängt, starke Szenen gehabt und seinem Trainer viel Freude gemacht. Nee. Nuri Sahin am Ball. Mal gucken, was die Jungs da noch so treiben. Ja, das muss Ecke geben für den BVB. Die gibt's auch. Guck, hier sieht man es. Vier Passionen kann er leider nicht mehr. Kein Foul. Alles korrekt. Eine Grätsche, wie sie im Lehrbuch steht. Respekt. Nimmt ihn mit dem Kopf. Oh, schade. Zwei kurze. So kriegst du den Kopfball nie. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre was gegangen. Großkreuz. Mkhitaryan. Ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer.
Tja, die Flanke ist kein Problem da hinten für die Abwehrspieler. So, jetzt sollte sich das Spiel auch langsam dem Ende neigen. Großkreuz. Mkhitaryan. Achtung! An der Pfosten! Jetzt aus! Und der Torwart guckt konsterniert hinterher. Nochmal schön an den Pfosten geballert. Man macht ja auch ein bisschen ein paar komische Bewegungen, aber okay. Jetzt greift er ihn an. Also Dortmund hat ja eindeutig das Zepter in der Hand. Ja, Schlusshof. 2:0 Auswärtssieg. Kann ich einigermaßen zufrieden sein damit. Hätte gern noch ein Tor geschossen, aber das sollte halt nicht sein. Jo, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns wieder beim nächsten Spieltag. Tschüss. Die Null muss stehen, das ist der Fall. Respekt.